Bei mir steht Mainz-Trainer Tobias Urmacher, der soeben 1:3 in Tarfost unterlegen war. Herr Urmacher, wie fällt Ihr Fazit zum Spiel aus? Ja, der Sieg für Tarfost geht in Ordnung. Glückwunsch an Tarfost. Wir haben das Spiel in der ersten Halbzeit verloren. Chancenverwertung müssen wir uns wieder angreifen lassen. Ich glaube, wir können in die erste Halbzeit gehen oder die erste Halbzeit beenden mit einem Unentschieden. Auf beiden Seiten waren 2-3 Gelegenheiten und wir laden Tarfost zweimal ein und haben dementsprechend uns in eine Position gebracht, in die wir nicht kommen wollten. Liegen dann zurück und haben dann in der zweiten Halbzeit das ganze Spiel etwas nach höher geschoben, sind aber da auch nicht in die entscheidenden Situationen reingekommen, wollten den Anschlusstreffer deutlich früher erzielen, bekommen dann nach einer Kontersituation das dritte, aber ausschlaggebend für mich war dann die erste Halbzeit, in der wir 2 individuelle Fehler machen und Tarfost hat das dann eiskalt bestraft. Wie haben Sie die Aufteilung der Spielanteile zwischen beiden Teams gesehen? Ich glaube, es war jetzt nicht besonders überraschend, dass wir das ein Stück weit defensiver angehen wollten. Wir wollten kompakt stehen, das Ganze gut verteidigen. Ist uns bis auf die 2 individuellen Fehler dann soweit auch gut gelungen. Wir wollten immer wieder über die Umschaltsituationen kommen. Das war in Ordnung in der ersten Halbzeit. Aber insgesamt haben wir zu wenig Kapital draus geschlagen und haben dann vor allen Dingen, wie gesagt, die 2 individuellen Fehler gemacht. Ihr Team befindet sich im Abstiegskampf. Die vergangenen Wochen waren ja schwierig und nicht ganz zufriedenstellend, wahrscheinlich aus Ihrer Sicht. Was glauben Sie, warum läuft es nicht so vielleicht wie erhofft bisher in der Saison? Wo sehen Sie Ihr Team am Ende der Saison? Ja, es hat sicherlich viele Gründe. Ich glaube, für alle Mannschaften ist es die Saison nicht einfach. Auch wir waren gerade in einem guten Rhythmus drin, wurden dann von Corona-Fällen überschüttet, haben dann gerade in der Phase, wo wir gut am Laufen waren, wieder einen Cut erleben müssen. Und jetzt gilt es einfach in den letzten Spielen da beieinander zu stehen und das Bestmögliche aus den Spielen rauszuziehen. Wir wollen definitiv weiter punkten und so gehen wir auch das nächste Spiel in Neidesten an. Ich sehe uns in der Position, wo wir die Klasse aus der eigenen Kraft heraus schaffen können und da sind wir immer noch nicht im Hintertreffen, das heißt, wir haben alles in der eigenen Hand. Sie kommen aus einer englischen Woche und gehen in eine englische Woche. Inwieweit macht Eschheit großen Druck auf Sie? Weil Sie haben ja jetzt die letzten Monate doch oft gewonnen, starke Leistungen gebracht. Schauen Sie nur auf sich, weil Sie es noch in der eigenen Hand haben? Oder inwieweit ist der Druck aus Eschheit irgendwie da spürbar? Ja, in erster Linie schauen wir definitiv auf uns. Wir können das, was Eschheit macht, nur insofern beeinflussen, dass wir das eigene Spiel dann für uns noch entscheiden, was wir gegeneinander haben. Ansonsten werden wir unsere eigenen Hausaufgaben machen müssen und wie gesagt, wir haben alles in der eigenen Hand.